Arm ist unten, kein passives Spiel mehr. Diese Zeitstrafe hebt das drohende Zeitspiel auf. Jetzt hat GWD alle Trümpfe in der Hand. Toda bleibt weit weg. Boah. Und er haut ihn rein. Von wegen der Lange. Der Kleine macht's. Das Spiel ist vorbei. GWD ist im Viertelfinale. Dalibor Toda macht das letzte Tor. Wahnsinn. Boah, ist das ein Ende. 27:26 für GWD. Sie haben sich auf Bilbia ein bisschen zu sehr konzentriert und dann hat Toda auf der linken Seite so viel Platz. Und das macht den Weltklassenspieler am Ende aus. Er hat nicht über die ganze Zeit so gut gespielt, aber den letzten macht er einfach rein. Er hat eine unfassbare Fackel nochmal rausgeschraubt. Aber Vukovic hätte auch noch mal 3, 4, 5 Sekunden Zeit gehabt, glaube ich. Ja. Warum er direkt beim Anwurf abschließt. Das ist einfach auch die Hektik, der Hektik geschuldet in so einem Spiel. Da geht dann das letzte Kalkül eben auch über Bord. Ich will jetzt nicht von gerecht oder ungerecht sprechen. Also mit Sicherheit ist GWD der glücklichere Sieger am heutigen Tag. War ein ewiges Hin und Her beider Mannschaften und die letzte Aktion von Toda war natürlich ein Kracher und dann auch zu Recht sicherlich. So, Annette Sattler hat sich einen Sieger gekrallt. Handball auf Sport 1 präsentiert von der DKB und badathome.com. Das Leben ist ein Spiel. Die Mindener Fans stürmen das Spielfeld hier nach dem 27:26 im Pokal. Achtelfinale. Der Erfolg gegen den TuS Dettelstedt-Lübeck. Oliver Tesch ist bei uns. Versuchen Sie mal zu erklären, was dieser Sieg für die Fans in Minden und auch für die Mannschaft bedeutet. Erstmal Bestätigung vom Punktspielsieg. Und für uns ist das hoffentlich endlich mal ein Weckruf, dass wir auch endlich mal wieder in der Liga ein paar Punkte holen. Und wir feiern heute noch ein bisschen und dann geht die Konzentration leider schon wieder aufs Wochenende. Es war eine unheimlich emotionale Partie und man hat gerade Ihnen angemerkt, dass Sie so richtig unter Feuer standen. Stimmt die Geschichte, dass Sie vor jedem Spiel eine eiskalte Dusche nehmen, um die Körpertemperatur so ein bisschen runterzufahren? Ja, das ist wohl wahr, aber ich glaube eher, um mal richtig wach zu werden. Wach waren Sie definitiv heute in dieser Partie. Haben Sie bis zuletzt dran geglaubt, dass Sie dieses Spiel hier gewinnen werden? Ja, auf jeden Fall. Mit dem Publikum im Rücken. Dann bei dem Derby, da braucht man nicht aufgeben, da ist immer irgendwas möglich. Genau wie im Punktspiel, wo wir mit 5 Toren zurückgelegen haben, kurz vor Schluss und das Ding noch gedreht haben. Und genauso haben wir es heute wieder gemacht, einfach konzentriert gespielt und die Fehler abgestellt, die wir noch gegen Flensburg gemacht haben. Ganz kurz, gibt es einen Wunschgegner fürs Viertelfinale? Ist mir ganz egal, ich will ins Final Four. Alles klar, vielen Dank Oliver Tesch. Und bei uns geht es natürlich morgen direkt weiter mit Pokalfieber im Achtelfinale und der Partie Rhein-Neckar-Löwen gegen den SC Magdeburg. Da melden sich die Kollegen auf sport1.de und sport1 plus ab 18.55 Uhr. Und am Donnerstag gibt es dann wieder Handball auf europäischer Ebene, die Europameisterschaft der Damen mit der Partie gegen Rumänien. Und jetzt geht es weiter in der Elf-Freunde-Bar in Essen mit Frank Buschmann, dem Mobilat-Fan-Talk und dem Thema Sicherheitskonzept. Viel Spaß dabei, schönen Abend, tschüss aus Minden.